Würden Sie die Startaufstellung nochmal so machen oder von vornherein die Defensive mehr stärken? Haben Sie defensivere Leute dann für mich? Ja, das ist dann die Frage. Ja? Und wir gucken dann doch, was in die Woche passiert. Und dann stellen wir auf und dann hoffen wir uns, dass sie dann auch so diszipliniert sind, von uns die Organisation zu spielen. Und das haben sie nicht getan. Es hat nicht mit den Aufstellungen zu tun. Es hat damit zu tun, dass sie die Aufgabe nicht ausgeführt haben. Gegen Köln war der Anfang schlecht, aber sie haben die Wende geschafft. Mainz, Anfang schlecht, aber so halb die Wende geschafft, heute keine Wende geschafft. Müssen Sie gerade jetzt vor den wichtigen Spielen so ein bisschen gegen den Abwärtstrend anarbeiten? Ja, so bringt ihr das. Ja, aber wir hoffen, hier von diesem Spiel wieder zu lernen. Mhm. Weil wir sind realistisch, habe ich immer gesagt. Mhm. Aber dass ich dann gegen eine Wand rede und dann hier auch gegen das Mikrofon rede, ja, da kann ich dann nichts für, dass ihr nicht hört. Ja. Naja, ich frage ja nur. Ja, ich sage es doch auch. Ja. Was machen Sie denn jetzt, um die Euphoriebremse weiterzutreten hier? Training morgen um 10 Uhr, Erholung bis Dienstag und Konzentration auf das nächste Spiel in Kaiserslautern. Ich weiß, ich will wieder das sagen, es wird enorm schwer, weil seit 9 oder 10 Spielen haben sie nicht mehr gewonnen. Und es wird gesagt, wir müssen gewinnen jetzt. Man sah heute im Stadion transparent mit einer Meisterschale und einem Pokal drauf. Dazu der Satz, I have a dream. Welchen Traum haben Sie? Natürlich haben Fußballer Träume, Titel zu gewinnen, das ist natürlich ganz klar. Deshalb spielen wir Fußball. Aber wie wir schon das die ganze Saison gesagt haben, sage ich das jetzt auch. Wir gucken von Spiel zu Spiel.